Es ist der 3. März 2009, als innerhalb weniger Minuten das historische Archiv der Stadt Köln einstürzt. Zwei Menschen sterben in den Trümmern eines Nachbarhauses. Tausende einzigartige Dokumente sind unter dem Bauschutt begraben. Die Stadt steht unter Schock. Ein Jahr nach der Katastrophe ist der Schutt beseitigt. An der Stelle des historischen Stadtarchivs klafft nun eine große Lücke. Der Journalist Günther Otten kennt diesen Ort ganz genau. Bis 1974 besuchte er das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium direkt gegenüber dem Stadtarchiv. Dadurch kenne ich natürlich die Situation hier. Ich bin immer aus der Schule rausgelaufen vor die Wand des Stadtarchives, was ja keine sehr attraktive Fassade gewesen ist, aber kannte dadurch den Platz. Und dadurch hat es mich natürlich besonders berührt, als das Archiv dann eingestürzt ist, als diese Nachricht kam. In seinem Werk »Der Einsturz – Wie das historische Archiv der Stadt verschwand« geht er auf Spurensuche und liefert eine zusammenfassende Darstellung der Ereignisse. Ich möchte auch nicht in Konkurrenz zu diesen Gutachtern oder zu den Staatsanwälten gehen, aber das, was bekannt ist, habe ich versucht zusammenzutragen für das Buch. Und ich denke, da gibt es schon ein interessantes Bild von den Entwicklungen. Dann habe ich zum einen mit Menschen gesprochen, die den Einsturz hautnah erlebt haben, die also hier im Archiv gearbeitet haben, mit der Leiterin des Archives auch, die im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium saßen, auch mit Feuerwehrleuten, die im ersten Löschzug saßen, der hier angefahren ist und die natürlich da auch sehr ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, die sie auch sehr gut geschildert haben. Das ist der eine Teil des Buches. Aber er stellt auch die Frage nach Schwachstellen des Bauprojektes und dem Umgang mit der Verantwortung der Beteiligten. Es gibt natürlich auch Verantwortliche noch in der KVB, die ja Bauherr war dieses Projektes und die auch die Bauaufsicht geführt haben. Und es lohnt sich dann mal nachzufragen, wie sind die Strukturen und wie hat sich die KVB, die das erste Mal so ein großes Projekt in die Hand genommen hat, wie haben sie sich verstärkt und wo lagen vielleicht auch Schwächen in der Organisation. In einem Lokal nur wenige Meter von der Einsturzstelle entfernt stellte Günther Otten sein Werk am Donnerstag der Öffentlichkeit vor. Das Buch mit dem signifikanten Titel »Der Einsturz« ist für 11 Euro im Handel und im KSDA-Shop erhältlich.